Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Catherine Fullbody. Wir starten direkt rein mit dem vierten Tag, mit dem vierten Nightmare. In der letzten Folge war es ein bisschen entspannter. Wir hatten keine Bossfights oder sonstiges. Wir haben nur viel gelabert. Und heute sind wir in der Inquisition. Haus der Vollstreckung. Also ja, falls euch die Folge gefällt, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Kommentar, Abonne more. Würde mich alles sehr unterstützen. Wir haben auch nur zwei Level heute. Ah, okay. Nutze die Kraft der feinen Blöcke. Also ja. Lasst gerne die Bewertungen da. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Wie schon gesagt, letzte Folge war voll mit Dialogen, sehr viel Story. Basically haben wir eigentlich nur erfahren, dass wir eventuell Vater werden könnten. Und dass wir... Okay, ich mach... Geh weg, Junge. Ich will was anderes machen, aber es lässt mich nicht, weil die Scheiße... das wird ja jetzt schon richtig anstrengend. Ich würde eigentlich was anderes machen, aber das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Was ist denn das? Okay, das wird richtig Abfuck. Ah, was soll ich da jetzt machen? Okay, ganz kurz. Nein, das lasse ich gar nicht auf mir sitzen. Was ist denn jetzt los? Schubsen. Runter, hoch. Wir machen hier nämlich jetzt die Pyramidentaktik. Ich glaube, das ist ein ganz gute Stelle dafür. Weg. Hoch. So, wir machen jetzt die Pyramidentaktik. Ist mir jetzt egal. Geh bitte weiter. Dank dir. Na, kommst nicht hoch, hä, Wichser? Mein Gott, was ist das? Weg. Was haben die hier gebaut? What the fuck, Alter? Bin ich nur inkompetent oder ist das richtig schlimm gerade? Okay, dann kann ich... Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das hier rüberziehen? Mich hier langhangeln? Da vielleicht, würde ich behaupten. Oh mein Gott, wir haben es hingekriegt. Okay. Das sah jetzt wesentlich schlimmer aus, als es war. Aber die Schafe gehen ja eine mächtig prächtig auf den Sack. Ich würde sagen, wir machen dasselbe nochmal hier. War das jetzt klug? Wir werden es nie erfahren. Wir machen dasselbe jetzt nochmal hier. Diesmal vielleicht in die andere Richtung, oder? Keine Ahnung, hier fallen ganz schön viele Blöcke runter. Ich hoffe, das wird nicht zum Verhängnis. Weiß doch, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, ich würde sagen, so. Dann kann ich theoretisch gesehen den rausziehen. Dann den hier. Dann gehe ich hier rüber. Mach das. Zieh den raus. Mir fehlt noch ein einziger Block. Habe ich jetzt wegen einem Block verloren? Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist ja. Habe ich. Nein, ich habe auf Startpunkt gedrückt. Ist egal, ist nicht schlimm. Wir müssen ja auch ein bisschen trainieren. Das ist nicht schlimm. Was könnte ich da jetzt anders machen? Schafe am Anfang. Oh mein Gott. Ihr müsst verstehen. Was haben wir hier programmiert, Junge? Die letzten Level sind so alle vollkommen okay. Niemand mobbt mich. Und dann kommen diese fetten Schafe, diese Couch Potatoes hier. Oh mein Gott, lass mich. Nein. Mach doch nicht diesen mit mir. Ja, und jetzt? Ja, was willst du denn jetzt? Ja, was bringt dir das denn? Ah, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ihr wollt mich doch komplett rannehmen, oder? Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich jetzt hier? Oh mein Gott, ja, bitte geh noch eins weiter. Bitte geh doch einfach noch eins weiter! Ich muss neu starten, das ist ja... Warte mal, ich kann vom Speicherpunkt neu starten, ich bin gerade aufgefallen. Warte mal, dann mache ich das doch.
Was zum Fisch war das denn schon wieder? Ich liebe es. Ganz viel Liebe an der Stelle. Okay, ich glaube, wir setzen einfach diese 3x3-Plattform ein. Geht das klar für euch? Was? Also ihr müsst verstehen, ich kann halt die Treppenstufe nicht hochgehen, wenn der Typ halt davor steht. Und ich kann sozusagen dann... Was war das denn gerade? Und ich kann sozusagen dann auch nicht wirklich irgendwas gegen machen. Das wollte ich wahrscheinlich nicht, oder? 3x3, los! Ne, ich will da lang. Und die schubsen einen halt auch zusätzlich noch. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abging, aber das war auf jeden Fall witzig. Nehmen wir ein bisschen Helm. Okay. Ja, guter Start für heute. 8 Minuten oder so, Stage 1. Ist schon okay. Gib mir die Bronzestatue, ich mach's eh nochmal neu. Ah, hab ich mir verdient. Jetzt direkt Boss, okay. Ah, also ich hatte schon mal die gute Idee dran. Aber die Umsetzung, da müssen wir noch dran üben. Naja. Ich kann nicht fassen, dass ich diese Träume sehe, ob das mein Karma ist, weil ich Polizist bin. Wenn ich mich nach dem Aufwachen wenigstens an irgendwas erinnern könnte. Moment mal, du warst Polizist? Ha? Kennen wir uns von irgendwoher? Ich glaube schon. Komisch zu versuchen, ein Schaf zu erkennen, nicht? Wenn du nicht mal aus der Puste bist, kann ich doch noch nicht erschöpft sein. Ich rede mit anderen. Was? Was? Was hat er gerade gesagt? Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Vincent, ich bin so froh, dass du es wieder nach oben geschafft hast. Gerade so, ja. Bin ganz schön weit gekommen. Ja, was habe ich getan? Du hast mir erklärt, dass ich allein für mein Leben verantwortlich bin. So hatte ich noch nie daran gedacht. Ich hatte einfach angenommen, dass Sachen unmöglich waren, bevor ich sie in Erwägung zog. Aber jetzt habe ich beschlossen, es einfach zu versuchen. Das wird schon. Die anderen Schafe und ich, wir werden es schaffen. Hey, das gefällt mir an dir, Vincent. Sag mal, kann ich bei dir sein und dich anfeuern? Klar, das wäre eine große Hilfe. Auf jeden Fall haben wir im Spiegel gesehen, in der letzten Folge, dass der Boss wahrscheinlich ein Baby sein wird. Also bleibt dran, falls ihr das sehen wollt. Die Kleidung, ich glaube, mein Bruder hat sie mir gegeben. Mein Bruder? Das war an meinem Geburtstag. Ich erinnere mich, wie er lächelte und sagte, wie schön ich damit aussehe. Ich freue mich zu hören, dass du dich langsam wieder erinnerst. Dein Bruder wird sich Sorgen machen. Wir müssen dich wieder aufpäppeln, damit du zurück nach Hause kannst. Jo. Ja, ich habe außerdem in der letzten Folge die Vermutung geäußert, dass wahrscheinlich Catherine mit C ein Dämon ist und Catherine mit Q ein Engel. Ja, da gab es ein paar Hints, aber ich weiß nicht so ganz. Okay, da hat irgendwas von der echten Freiheit gelabert. Hier kann man Items kaufen. Brauchen wir nicht. Was willst du? Ach, ich wollte nur Glück wünschen. Wie sanftmütig du doch bist, Meister Locken. Er dagegen kann sehr streng sein. Während der Übungen braucht es nur einen kleinen Fehler und er geht in die Luft. Sanftmütig, ja? Aber du bist hier, dann gehörst du auch zu den Bösen. Was hast du getan, dass jemand sich deinen Tod wünscht, ha? Wahrscheinlich fremdgegangen. Schon gut, vergiss es. Ich habe die ganze Nacht in der Küche gearbeitet und miese Laune. Okay. Hey, Goldie, sing doch mal, gib alles. Hörst du zu? Was siehst du, Meister Locken? Was für ein Ding verfolgt dich? Hm? Und manchmal ist es meine Freundin, manchmal etwas anderes. Ich beneide dich. Du wirst auch verfolgt, oder? Ha, schon gut, vergiss es. Zeit für Gesangsübungen. Der Herr mit Scheu kennt das Lied ziemlich gut. Was für ein Lied? Wenn dich jemand hasst, beweist das seine Besessenheit. Stimmt wohl. Männer mögen keine Frauen, die sie mögen und stehen auf die, die sie nicht mögen. Puh, alles meine Schuld. Es tut mir leid. Bitte um Entschuldigung, okay? Tut mir leid. Komm schon, reiß dich zusammen. So positiv? Reiß dich zusammen. Ich, immer wenn ich hochgucke, mein Kopf tut weh. Was ist los mit ihm? Ich glaube, der hat einfach nur Todesangst, Kollege. Wer bist du? Wer bin ich? Und existenzielle Krisen hat er wahrscheinlich auch. Schaf mit Schlips. Verdammt. Hey, du. Ich? Was denn? Ach, du bist es. Du hast mir doch schon früher viel geholfen. Ich bin es? Uff, ich hab dich gestern gar nicht gesehen und dachte, du bist erledigt. Ha, ich werde nicht sterben, ohne sie wiederzusehen. Warte mal, ist deine Familie etwa hier? Als ob. Verstehst du denn nicht? Nur Männer werden an diesen Ort gebracht. Aber wieso? Warum machst du dir die Gedanken über andere Leute? Rette dich selbst und verschwinde hier. Warum machst du dir... Ah, okay, ich konnte ihn noch mal anquatschen. Warum hat er noch mal dasselbe gesagt?
Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr die Daumen drücke. Als ich zum ersten Mal hier gelandet bin, war ich ganz schön deprimiert, aber sie hat mir geholfen. Eins meiner Gemälde ist noch nicht fertig, ich darf noch nicht sterben. Doch, schon, weil dann sind in den Gemälde in meisten Fällen mehr wert. Was genau hat er gerade gesagt? Ich wünschte, ich könnte das Turm nicht einfach hochbeamen. Scotty, beam me up. Einmal habe ich versucht, mich an ihren Klamotten festzuhalten, bevor sie verschwand, um mitzukommen. Aber es hat nicht funktioniert. Sie ist wohl besonders. Was geht denn hier ab? Was ist das hier gerade für eine Psychoscheiße? Ey. Hey, wir warten schon auf dich. Auf mich? Du kannst richtig toll klettern. Wir reden über Techniken. Willst du mitreden? Klar. Dann fangen wir mit der Technik an, die ich mir ausgedacht habe. Ich werde jetzt die Technik ausschneiden erläutern. Schiebe einen Block nach dem anderen Richtung Ziel, um einen Pfad zu bilden. Dabei musst du darauf achten, welche Blöcke du fallen lässt. Nicht übel, was? Oh, Augenblick, wäre auch dies eine Technik? Ich werde die Technik durchschneiden erläutern. Ah, den pusht man dann über die Edge drüber. Ja, wenn jetzt eine Doppel-Edge kommt, dann können wir uns das merken. Oh, das ist nicht schlecht. Du bist sehr scharfsinnig. Nein, das wollte ich nicht. Moment, noch? Bist du verheiratet? Ja, mit einer wunderbaren Frau, die keine Ahnung hat, wie ihr Mann sie betrügt. Undankbar. Fremdgehen ist ein Anzeichen für den besseren Mann. Die Frauen scharen sich um überlegene Männer. Sexuelle Auswahl diktiert, dass Frauen stärkere Männer als Väter ihre Kinder bevorzugen. Mein Vater. Er war ein mieser Taugenichts, obwohl das niemand auffiel. Ja, aber was bist denn du dann? Wenn du glaubst, Fremdgehen ist cool. Witziger Typ, ganz witziger Typ, okay. Wer es bis nach oben schafft, ist frei. Hast du das auch gehört? Seltsam, ich habe auch. Wer überlebt, bla bla, ist nur ein Gerücht. Wer das glaubt, wird bloß einmal mehr enttäuscht. Okay, also ihm geht es darum, dass er nicht an die Freiheit glaubt. Okay, dann speichern wir. Und dann machen wir den Boss, oder? Würde ich behaupten. Speichern. Wir sind schon... Oh, 2,5 Stunden sind wir schon im Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht. 15? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass wir super lang brauchen für das Spiel. Ach, stimmt, Beichtstuhl. Habe ich ganz vergessen. Da bist du ja wieder, Lämmchen. Scheint sich ja prima mit der Klavierspielerin zu verstehen. Hm. Aber ihr habt ihr beiden wirklich dasselbe Ziel? Wovon redest du? Sie sieht aus wie ein Mensch und klettert nicht mal, wie eine Art Aufseher. Wovon zum Henker redest du? Such dir aus, woran du glauben willst und lass hören. Jetzt die 5. Frage zu einer neuen Möglichkeit. Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber mir persönlich ist es tatsächlich... Also es ist mir nicht komplett egal, aber es ist mir jetzt nicht wichtig. Also so, dass man halt daran denkt, dass man gut aussieht, wenn man nach draußen geht, ne, gepflegt ist und Co., damit nicht alle denken, jo, was ist mit dem los? Aber... Ansonsten ist mir eigentlich vieles sehr egal. Wenn du daran vorbei bist, hast du die Hälfte geschafft. Endlich, jede Nacht dasselbe. Warum bist du nicht nachsichtiger mit mir, verdammt? Dies ist die Strafe, die du verdient hast, aber ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Die Person, die dir das eingebracht hat, spricht täglich mit dir, als wüsste sie von nichts. Während sie hinter deinem Rücken lacht. Was meinst du damit? Es geht bald los. Okay, das wird. Also ich glaube, es ist Catherine mit C. Ich muss es ja sagen, weil es gibt 3 Catherines in dieser scheiß Story. Also das ist ganz schön viel, Leute. Ja, Babyzeit, oder? Oh Gott. Erinnere ich mich ja noch an das Baby? Ist die Frage. Irgendwie habe ich da was im Kopf. Aber das müsste dann der letzte Boss sein, an den ich mich erinnere. Oh. Interessant. Ja. Ist halt schwierig, wie weit man das so sagen kann, dass es mir egal ist, aber zur nächsten Welt haben wir dann 3 Level wieder. Du stehst vor einer Steilwand, bleib ganz ruhig und mach einen Schritt nach dem anderen. Oh Gott, ich glaube, das wird schlimm. Ich glaube, es wird richtig schlimm. Ah ja, der Traum. Nee, überhaupt nicht. Junge, die Adern, irgs. Delicious. The Child has appeared. Hm. Ich habe Angst. So ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, was der Dude macht. Wenn ich nicht weiß, was der Dude macht, habe ich Angst. Okay, ich mach das so. So. So, was machst du, Kollege?
Oh mein Gott! Reset. Ich würde dich niemals verlassen, mein kleiner Schatz. Wo gehst du hin? Scheiße, ich habe gerade Müll gemacht, ne? Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist überhaupt nicht mein Nachdenktag. Okay, Restart. Ich mache einfach gerne gleich Restart, damit ich mich nicht so verhaspel an einer Stelle. Das ist nicht so meins. Ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich glaube, es ist schon okay. Okay, dann lass mal gucken. Wenn ich das hier rüberziehe und das hier rüberziehe, bringt mir das einen Scheiß, oder? Bringt mir das dann einen Scheiß? Bringt mir einen ganz schönen Scheiß. Okay, Restart. Ich weiß, ich kann auch anders machen, aber ich mache einen Restart. Ist schon okay. Aber je besser ich die Level verstehe, desto sicherer fühle ich mich dann auch. Ich würde jetzt mal ganz pauschal behaupten, das wollte ich nicht machen. Oh, wo schießt du hin? Okay, ich würde jetzt mal ganz pauschal behaupten, das war okay. Mhm. Nee. Mach mal anders. Ich will dahin. Kollege, danke schön. Junge, manchmal diese Steuerung macht mich manchmal ein bisschen fertig, seelisch. Did it. Wo schießt du hin? Okay. Ich kann mir noch einen neuen Reset-Knopf holen, das mache ich doch gerne. So, und jetzt beginnt bestimmt die übelste Panik. Nehme ich mal an. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ich glaube, die meisten machen es so. Wo schießt du hin, Kollege? Oh mein Gott. Okay. Sind den Boss bis jetzt annehmbar? Weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch ein bisschen. Nochmal. Nein, ich wollte nochmal schubsen. Okay. Am Anfang habe ich jetzt halt ein bisschen reingesackt, das ist aber glaube ich okay. Das ist okay. Mhm. Boom. Okay. Ja, darum spiele ich lieber, dass ich restarte. Dann kann ich das in einem Flow machen, da fühle ich mich besser. Okay. Boss war okay. Hat aber lange gedauert, oder? War ganz schön lange Boss. 19 Minuten sind noch drin, ist okay. Können wir noch kurz ein bisschen filmen, Bro. Können wir noch kurz ein bisschen Story sprechen. Ja, also so viel dazu, dass wir Angst haben, Vater zu werden. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit dafür. Ich weiß aber nicht, warum ich das denken könnte. War das wenigstens Silber? Ich habe mich ganz gut gefühlt. Boah, es war auch nur Bronze, ey. What the fuck, ey. Ich muss ja wirklich richtig gut spielen, damit ich auf Gold komme. Wahrscheinlich viel Gold mitnehmen, oder? Ich müsste mal mir durchlesen, was man braucht, um Gold zu kriegen. Wahrscheinlich alle Treppenstufen nacheinander, ne, die Kombos. Und Gold einsammeln. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Aber was anderes gibt's ja nicht. Graben wir weitere Erinnerungen aus.
Okay, wir haben schon gelernt, dass wir Catherine in der Schule kennengelernt haben. It's the least I could do. You're always listening to my problems. Well, I'd better get going. Am I really that undesirable to you? Catherine? There's something you want to tell me? You are beautiful. How innocent you two were. I wonder what changed. Or do you already know the answer to that? Okay, okay. Überlebt. So, what did you want to talk about? Oh, Junge, sieh schon wieder. Ist doch ein Witz. Ein Witz. Was machst du denn schon wieder hier, Junge? Okay. Did you drink too much last night? You called me over, and you don't even remember. Huh? No way. I mean, yesterday, I... What's wrong? You're acting weird. Weird? Me? God, why can't I remember the time I spend with you? It's like the important parts are missing. Oh, I remember them, though. Well, I wonder why I... Silly. Ugh, that piano was so annoying. Huh? You think? My head hurts just listening to it. Ich will sie eh abservieren, also ich will Catherine mit C nicht behalten. Should I just tell her? No, I can't let her find out like this. Oh, that's mine. Probably off my chest. You know, manly. Vermutlich ein Brusthaar. Ernsthaft jetzt, Jung? Yeah, you know, it's that... But you know when sometimes a long white hair grows on your body, it's good luck? Das ist schlechter Lügner. Like really long. Yeah, I was growing it out. It just fell out by itself. Good thing, too. It's bad luck if you pull it out yourself, you know? Oh, really? It's not from another girl, is it, Vincent? No, why would you say that? You know, because if it is... I'm going to die right here. Hey, knock it off with all the dying stuff, okay? Then I'll kill you. I die or I kill you. Which would be better? Come on. Fine. I'll give you 5 seconds. If you don't answer me, I'll kill you. One. Two, three, four. Hey, come on. Quit fooling around. Bye. There's no other girl. Right, you're imagining things. Is that the truth? Of course it is. Ich bin. Ich weiß noch nicht so ganz, was mit ihm abgeht, dass er sie ebenfalls behalten möchte. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber ich kann jetzt zum Glück ein paar eigene Entscheidungen treffen darum. Ja, also ich werde sie sowas von abservieren. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. It doesn't matter. But from now on, if you ever cheat on me, I'll be angry. Bisschen schon noch. Cutscenes gehen zu lang. Noch länger als bei Xenoblade. Oh, was ich heute auch noch aufnehmen muss, ich bin nämlich über Ostern nicht da. Irgendwas hat es auch mit den Ameisen auf sich, aber da kenne ich mich nicht genug aus. Hat bestimmt irgendwas Geschichtliches, also was, naja, ich will jetzt nicht sagen, was Biblisches oder was Satanistisches, aber... You don't have to get
Aber ich glaube fast, irgendwie hat das was mit Dämonen zu tun, oder? Wenn Ameisen auftauchen, ich weiß es nicht genau. Müsste ich mich mal belesen zu. Vielleicht übertreibe ich aber auch gerade. Irgendjemand ist an der Tür. Hey! Wahrscheinlich Catherine mit K. What the heck? Why is this locked? Unchain this door. Sure, but hold on a second. Who's that? It is my landlady. She was trying to open the door. The landlady? Yeah, I forgot to pay my rent last month. You know how it is with money. You gotta be kidding. I'm gonna use the bathroom. What the hell, Vincent? What is this? Will you keep it down? Huh? One of my bosses is here. Huh? Really? Not the best time for you to be. Maybe I should at least say hello. He gets real grumpy if you wake him up. He's sleeping in the back. Well, if you really think it would... He's awake? Was ist denn? Hey! Sorry, really sorry. I just wanted to protect you from the smell. Huh? He really smells, you know, and he was drinking last night. Oh, really? Yeah, I'm glad I got you out in time. Whew. We're not that close, but he kind of forced his way in while he was drunk. Oh, well, he is your boss, huh? Yeah, he is. You just seemed really stressed, so I came to see how you were doing. Well, thank you. Sehr freundlich von dir, sehr freundlich. I'll complain some more. Oh, I got you something from the new shop that opened up. Yeah? Here. Guckt jetzt Catherine durch den Speer, oder? Owen, I am pregnant. Ach, du Heilige. Ja, wir haben das Kind letzte Nacht getötet, also keine Sorge. Also keine Sorge, es ist nicht leicht. Nee, Spaß. Aber, unser Kind wird pottenhässlich. Ich hab's gesehen letzte Nacht und es sieht echt nicht so gesund aus. Du solltest mal... Soll das mal ein bisschen mehr gucken, was da passiert. Oh, she moved in recently. She works at the bar with Erica. Plays the piano. Oh, isn't she cute? Oh, well, bye. Wie er das gerettet hat, ey, keine Ahnung. So, jetzt kommen noch 80 Millionen Cutscenes, oder? Meeting the parents. I'm just gonna sit here and let this happen. You got a mail. God, look at her. Oh man, I mean, look at those. What am I doing? I can't look away. No, no, I've made up my mind. I can't let her tempt me. Okay, dann sind wir einer Meinung immerhin. Shit, if she finds out, I am screwed. I gotta do something quick. No time to think about the future. Still. Who is this girl? You're late. Did you see the movie where the guy was, you know... Shut up, asshole! And just give me some toilet paper, please! Well, quit mumbling. I can't concentrate in here. Still, this girl. What, girl? Hey, what are you looking at in there? I want to see.
God, what am I thinking? This can't go on any longer. I have to tell her to stop. Junge, der Switch dauert die Cutscene zu lang. Kann ich das Foto löschen? Kann ich nicht, oder? Ja, ich habe mich schon entschieden. So, you still doing the two-timing tango? Yeah, don't say it like that. It wasn't on purpose. Well, if she is pregnant, you gotta bite the bullet. Yeah, you're only saying that because it's not you. Hey, man, variety is the spice of life. You need to enjoy it more. Just like the wasabi-coated sushi they serve here. You know what I'm saying, bro? You suck at metaphors. What I'm saying is, you've got options ahead of you. Yeah? Maybe Catherine would be happier as a single mom than she would be with you. What, are you drunk? No, she wouldn't want that. Well, what exactly do you want here? My mind and my heart don't exactly agree on that. Uh-huh. Well, then you've got to be even more careful. If you're caught, you can't call it an accident anymore. I know. Accidents, huh? More and more of them lately. The old guy next door to me kicked the bucket. I heard. Shocking, huh? Thought he always did like to party. Probably party too hard. He had this horrible look on his face. Really? It's like that stuff on the nose. Anyway, have some Magro. It's supposed to be good for your circulation. Huh? You're as pale as a ghost, man. Oh. You going to the bar tonight? Maybe. You? Nah, I have to pass today. Got overtime. Aber bilde ich mir das ein oder sieht Vincent auch irgendwie jeden Tag schlimmer aus? So um die Augen rum? Ich bilde mir das auch nur ein. Also sind wir fertig mit Cutscenes hier. Story über Story, es geht dann ab. Na gut, der Bosskampf ging ganz schön lange. Enough with the shitty piano. Hey! Sorry, I'm in the middle of a performance. Huh? You gonna talk back to me too? All you bitches need to shut up and do what I say. Excuse me, but are you in charge of how other people live their lives? What's your problem, you fucking... Hey, would you give it a rest? I don't know what you're going through, but don't take it out on. Besides, trying to make other people change is pointless. I mean, I'm not one to talk. But I'm telling you, if you want your life to improve, then it's up to you to... Was he even listening? Anyway, you okay, Rin? Yeah, thank you. Don't waste your breath on guys like him. Man, you say some thought-provoking stuff. It's like you got a whole nother perspective. Philosophically, I mean. Really? I think you're pretty amazing yourself. You always lift people up when they're down. Do I? I mean, I've given people a lot of things to complain about. But you know, hearing that from you makes me kind of feel like... What the... Did we meet somewhere else? Ugh, damn it. Just confusing myself. Huh? Vincent, I'll be waiting for you. Don't forget, okay? Yeah. Sure, I'll be here again tomorrow. Warte, kommt jetzt direkt die nächste Nacht? Wir sind gar nicht im Stray Sheep. Nee, ich wollte gerade sagen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, was ist für die heutige Folge? Ging ganz schön was ab. Wir starten dann nächste Woche wieder hier. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. War ziemlich viel Cutscene, aber schon okay. Schon okay, so ist das Spiel nun mal. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Kommentar, Abonnement. Würde mich alles sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von Catherine Fullbody wieder. Ciao!